Hallo und herzlich willkommen aus dem Umland von Madrid. Wir sind extra in das sonnige Spanien gereist, um uns von den Qualitäten vom neuen Seat Mii Electric zu überzeugen. Des Kaisers neue Kleider mitnichten. Das Fahrzeug gibt so ungefähr ja schon seit über 10 Jahren. Seit 8 Jahren konnte man es dann kaufen. Normal angetrieben, sprich fossil angetrieben, Benziner- oder Erdgasvariante. Und die sind wir auch alle schon gefahren. Und da konnte der Wagen als Stadtflitzer auch schon überzeugen. Jetzt mit dem elektrischen Antrieb macht er eigentlich richtig Sinn für die Städte. Da konnte man sich jetzt schon fast die Frage stellen, warum nicht gleich so? Die Antwort können wir uns aber selber geben. Die Lithium-Ionen-Batterien, die waren damals einfach noch nicht so weit. Das mit der Reichweite hätte nicht hingehauen und da hätten die Kunden ja auch gemeckert. Wir schauen uns jetzt einmal das Design außenrum an, sprechen ein bisschen über die Abmessung, werfen einen Blick unter die Motorhaube, steigen vorne ein, steigen hinten ein, werfen einen Blick in den Kofferraum und dann gibt es natürlich Fahreindruck und Fazit. Und unser Ziel ist es heute, euch möglichst viele Informationen zum Seat Mii Electric mitzugeben. Deswegen fangen wir jetzt mit den Abmessungen an. Das Fahrzeug ist 3,56 Meter lang, gehört also zu den Kleinstfahrzeugen. Und inklusive Außenspiegel, und das ist ja der wichtigere Wert, ist er 1,92 Meter breit. Ohne die Antenne hier oben drauf ist das Fahrzeug übrigens 1,48 Meter hoch. Der Radstand, der beträgt 2,42 Meter, wird gemessen von Radmitte zu Radmitte. Und wo wir gerade bei den Rädern sind, wir haben einen Wendekreis von 9,80 Meter. Vorne haben wir übrigens Scheibenbremsen verbaut, hinten wird noch getrommelt. Wir haben einen 61 Kilowatt starken Elektromotor unter der Haube. Wer umrechnet mag, es sind 83 PS, 212 Newtonmeter Drehmoment liefert dieser Motor. Und das Ganze geht über eine Eingangautomatik natürlich über die Vorderräder auf die Straße bzw. auf den Untergrund. Innerhalb von 3,9 Sekunden geht es auf Tempo 50. 12,3 Sekunden braucht er für Tempo 100 und eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h zeugen schon davon, dass dieses Fahrzeug dann doch eher was für die Stadt ist oder für die Landstraße. Ist die 36,8 kWh große Batterie, die übrigens hier unten im Fahrzeugboden untergebracht ist, ne, hier unten drunter, voll aufgeladen. Ne, da sind 168 Lithium-Ionen-Zellen drin und wenn die komplett aufgeladen sind, sind also rein theoretisch Reichweiten möglich von 260 und vielleicht sogar noch ein paar Kilometer mehr. Aber jetzt sprechen wir mal ein bisschen erstmal über das Design. Da hat sich nämlich gar nicht so viel getan. Wir haben immer noch den kleinen Kühlergrill mit dem Seat-Logo hier vorne. Wir haben immer noch die Halogenscheinwerfer hier oben, also klassische Leuchtmittel. Ich glaube, H4 ist hier hinten sogar noch verbaut. Ganz klassische Leuchtmittel hier vorne bei den Blinkern. Hier unten, da habe ich optional LED-Tagfahr- oder LED-Nebelscheinwerfer tatsächlich. Und ansonsten erkennt man hier vorne doch gar nicht, was da unter der Haube steckt. Ab Werk drehen sich übrigens 14 Zöller Stahlräder im Radkasten. Da wissen wir alle, wollen wir alle nicht haben, sieht doch gar nicht so gut aus. Deswegen haben wir natürlich die optionalen 16 Zoll Aluräder und die stehen dem Fahrzeug meiner Meinung nach ausgesprochen. Kommen wir mal zum ersten rein elektrischen Hinweis und da haben wir tatsächlich diesen Sticker hier, Mii Electric. Das ist tatsächlich ein Hinweis darauf, dass es sich hier um ein rein elektrisch angetriebenes Fahrzeug handelt. Außenspiegel mit Seitenblinker hier drin, die klassischen alten guten Türgriffe, wir kennen sie. Ich sag ja, bewährte Technik kommt hier zum Einsatz, gepaart mit einem neuen Antrieb. Ansonsten haben wir hier einen Fünftürer. Ja, das macht sich ganz besonders praktisch, wenn man auch Kinder mitnimmt. Zum Innenraum kommen wir ja gleich. Hier oben die Antenne mit einem immer noch etwas außergewöhnlichen Design. Und jetzt kommen wir zum Heck. Und hier vermisse ich natürlich die Auspuffanlage. Mensch, gar keine mehr da. Braucht er natürlich gar nicht. Mii Electric, auch hier nochmal der Hinweis. Ansonsten klassische Rückleuchten, da hat sich nichts verändert tatsächlich. Man hat dem Wagen einfach kein Update mehr gegönnt, was die Karosserie betrifft. Braucht er aber auch gar nicht, denn es kommt ja hier wahrscheinlich auch eher auf die inneren Werte an. 5 Farben gibt es für den Seat Mii Electric. Schwarz, Weiß, Silber, Blau und Rot. Jetzt haben wir den Wagen extra umgedreht, um euch natürlich auch den Kofferraum zu zeigen. Der hat sich im Vergleich zum fossilen Vorgänger übrigens gar nicht verändert. Und das finde ich ist lobenswert. Denn schließlich haben wir jetzt ein Elektroauto. Kofferraum ist aber gleich groß geblieben. Reden wir aber erstmal über die Heckklappe. Leicht zu öffnen über den Taster und dann schwingt sie rauf. Ich bin 1,75 groß, kann bequem drunter stehen. Ich glaube aber ab 1,85 wird es hier da kompliziert, ne, dass man sich da vielleicht den Kopf nicht stößt. 251 Liter Ladevolumen haben wir hier.
Ja, und wenn ich die Rücksitzlehnen umlege und das geht im Verhältnis 60 zu 40, dann vergrößert sich das Volumen auf 923 Liter. Die Ladekantehöhe hier, die liegt bei 79 cm und anschließend habe ich ja zwei Möglichkeiten. Entweder lege ich meine Gepäckstücke 12 cm circa ab oder 31 cm. Leer bringt der Seat Mii übrigens 1235 Kilogramm auf die Waage. Maximal darf er 1530 Kilogramm schwer sein. Wir haben eine Zuladung. Und ja, das ist keine mathematische Gleichung, die wir jetzt hier aufstellen, von 370 Kilogramm. Und davon dürfen maximal 50 Kilogramm aufs Dach. Eine Anhängerkupplung ist hier natürlich nicht vorgesehen. Für mich keine große Überraschung, dass der Seat Mii Electric quasi aussieht wie sein fossiler Vorgänger. Die haben hier drin wirklich nicht ganz so viel gemacht. Ein kleiner Hinweis hier, da steht Mii Electric geschrieben. Ansonsten erinnert dieses Dashboard so ein bisschen an so Daten, an so Leitungsbahnen. Sieht sehr technisch aus, mag ich leiden, gefällt mir optisch sehr gut. Wir haben hier das Lederlenkrad, das liegt daran, dass wir den Mii Electric in der Plus-Version haben. Der verfügt dann auch über die getönten Scheiben, übrigens ab der B-Säule. Und zu dieser Ausstattung gehört dieses Lenkrad. Und wenn ich durch dieses Lenkrad, was sich übrigens nur in der Höhe verstellen lässt, durchblicke, dann sehe ich klassische Instrumente. Das mag ich sehr gerne. Auf der linken Seite habe ich ein Drehzahlmesser bzw. auch mit einer Ladeanzeige. Auf der rechten Seite sehe ich den Füllstand von der Batterie. Und das hier, wie gesagt, auf eine ganz alte, herkömmliche Art und Weise. In der Mitte kann ich die Geschwindigkeit erfassen oder mich auch durch das Menü schalten. Da wird mir dann zum Beispiel angezeigt, die Reichweite, die ich noch habe, aber auch mein Verbrauch oder aber, und das finde ich immer am interessantesten, die Kilometer, die ich gerade fahre pro Stunde, also sprich die Geschwindigkeit. Blicken wir uns sonst mal um. Wir haben auf der linken Seite einen Lichtschalter, da empfehle ich natürlich immer, den auf dem Automodus zu haben. Wie gesagt, das Lenkrad lässt sich nur in der Höhe einstellen. Auf der linken Seite ganz klassisch der Blinker Lichthupe, auf der rechten Seite Wischer und die Bedienung für den Trip Computer. Hier oben übrigens die Bedienung für die Klimaanlage. Da übrigens ein kleiner Tipp, wer die Reichweite vergrößern möchte, der nutzt sehr häufig einfach nur die zweistufige Sitzheizung. Die hat eine relativ hohe Heizleistung und reicht dann quasi aus. Denn wir haben hier keine Wärmepumpe verbaut in diesem Fahrzeug, sondern einen elektrischen Zuheizer. Und wer die natürlich benutzt über die Klimaanlage, der wird die Reichweite reduzieren. Hier unten haben wir ganz klassisch ein Radio, was auch über eine Freisprechfunktion verfügt zum Telefonieren. Aber das Telefon hier oben nutzt man auch als Bildschirm und zur Navigation tatsächlich. Das heißt, die Konnektivität wird hier groß geschrieben. Wir spielen hier nicht die komplette Klaviatur der Vernetzungsmöglichkeiten, aber wir nutzen das Smartphone nicht nur als Bildschirm, sondern halt auch zum Navigieren. Und man kann das Ganze dann hier unten über die Tasten steuern. Hatte der Vorgänger auch schon. Der USB-Anschluss dafür übrigens hier hinter der integrierten Halterung. Apropos Halterung, schauen wir uns einmal ganz kurz an, wo wir uns hier überall festhalten können. Ich habe hier oben keinen Griff. Dafür habe ich eine Sonnenblende, die ist nicht beleuchtet, mit einem Schminkspiegel. Schwarzer Dachhimmel hier oben, auch überall alles in Schwarz gehalten. Auch der Rahmen vom Innenspiegel ist schwarz und da werfe ich doch den Blick mal über die Schulter. Ich habe noch eine relativ breite C-Säule, aber ansonsten ist dieses City-Fahrzeug hier wirklich sehr übersichtlich. Wir machen ja heute den Härtetest, deswegen steige ich auch einmal hinten ein in den Seat Mii Electric. Ja, zugegebenermaßen, es gibt nur zwei Sitzplätze, viel mehr Platz wäre hier hinten auch tatsächlich nicht. Wir haben Isofix-Halterung auf der linken und auf der rechten Seite. Wir haben Ausstellfenster, das heißt, die Finger können da hinten nicht geklemmt werden. Wir haben hier einen Griff, wir haben hier ein kleines Krümmelfach, wir haben hier einen Getränkehalter und das war's. Ich glaube, kürzere Strecken könnte ich mir wirklich vorstellen, auch hier hinten zu sitzen. Auf längeren Strecken macht das keinen Sinn. Wobei, ich sag mal so, längere Strecken, viel länger als 265 Kilometer, geht es ja sowieso nicht. Da muss man ja auch mal wieder aussteigen zum Laden und dann kann man sich auch die Beine vertreten. Reden wir nochmal ganz kurz über Ladezeiten. Das soll bei einem Elektrofahrzeug ja auch nicht ganz unrelevant sein. An der Schnellladesäule, ne? Also sprich mit 40 kW. Ungefähr eine Stunde, dann hat man 80% wieder voll. An der Wallbox, das sind die, die 11 oder 22 kW können, dann dauert es 4 Stunden, denn der Seat Mii Electric, der lädt nur mit 7,2 kW. An der Haushaltssteckdose, sprich 230 Volt, da dauert es dann ungefähr 13 bis 16 Stunden. Und schon sitzen wir drin im Seat Mii und ich kann bestätigen, der fährt sich richtig gut. Wir haben eine leichtgängige Lenkung. Wir haben eine Bremsanlage, die verfügt über einen guten Druckpunkt. Ich kann die wirklich sehr fein dosieren. Vorne Scheibenbremsen, hinten Trommelbremsen. Doch dank der Rekuperation, die ich hier in drei Stufen einstellen kann,
brauche ich häufig gar nicht bremsen. So kann ich zum Beispiel im Stop-and-Go-Verkehr einfach das Fahrzeug rekuperieren lassen. Zum Thema Verbrauch kann ich jetzt schon mal sagen, wir haben hier wirklich den WLTP-Verbrauch geschafft. Wenn man ein bisschen mehr Gas gibt, dann hatten wir Verbrauchswerte von 15,4 kWh auf 100 Kilometer. Das heißt, roundabout, ich schätze mal so, dass man ungefähr 2,80 Euro bis 3 Euro ausgibt auf 100 Kilometer. Und das kann sich doch durchaus sehen lassen. Ich hatte es ja schon erwähnt, der Wagen ist ein bisschen schwerer. Das hat Seat damit kompensiert, dass sie hier natürlich auch andere Federn montiert haben, um das Gewicht da wieder ein bisschen auszugleichen. Ich kann aber auch bestätigen, das Fahrwerk, das hat mir hier wirklich ganz gut gefallen. Ich sitze auf sehr bequemen Sitzen. Was ich tatsächlich ein bisschen vermisse, sind die einstellbaren Kopfstützen. Die sind sehr bequem, gar keine Frage, aber die einstellbaren Kopfstützen hätten mir schon ganz gut gefallen. Und darüber hinaus, ich glaube, man könnte mit dem Wagen sogar auf der Landstraße ein paar Kurven räubern, aber da fehlt es mir dann so ein bisschen an Seitenhalt. In Deutschland startet der Seat Mii Electric ab 20.650 Euro. Wir haben die höhere Ausstattung und ein bisschen Ausstattung dabei. Unser Testwagen hier kostet 22.945 Euro. Vergleicht man das mit seinem eigenen fossil angetriebenen Vorgänger, dann sind das ca. 7.000 Euro mehr bei der Vollausstattung. Also auch zum vollausgestatteten Seat Mii. Da kommt man schon ins Grübeln, vor allem wenn man dann noch an die staatliche Förderung denkt. Ganz kurz, Assistenzsysteme gibt es natürlich auch. Wir haben zum Beispiel einen Spurhaltewarner, wir haben aber auch natürlich einen Tempomat und den kann man natürlich besonders gut nutzen jetzt hier im Ausland, um sich auch an die Höchstgeschwindigkeit zu halten. Wirklich positiv angetan bin ich von der Übersichtlichkeit. Das ist ein Glaskasten. Ich kann hier wirklich alles sehen. Ja, wir haben eine relativ schmale A-Säule, ich kann alles gut einblicken. Auch beim Einparken kann ich die Abmessung vom Wagen sehr gut einschätzen. Und wer sagt, beim Einparken, da bin ich noch ein bisschen auf Hilfe angewiesen, für den gibt es ja die Parksensoren. Einen kleinen Kritikpunkt habe ich noch gefunden. Wir haben ja den Seat Mii Electric Plus und auch die in der Höhe einstellbaren Sitze, übrigens für Fahrer und Beifahrer. Allerdings die Gurte, die sind leider nicht in der Höhe einstellbar und einen Einklemmschutz bei den Fensterhebern haben wir leider auch nicht. Normalerweise bin ich ja immer der, der nach der Frage, darf es ein bisschen mehr sein, immer ja sicher antwortet, aber ich glaube, viel mehr Leistung bräuchte dieser kleine Cityflitzer nicht. Jetzt konnten wir ihn ja nur tagsüber fahren und ja, ich weiß, es ist ein Stadtfahrzeug, aber ich glaube, dass ein Elektrofahrzeug zumindest an der Front LED-Scheinwerfer verdienen dürfte. Ja, kommen wir zum Fazit und ich sage ganz ehrlich, wenn Elektromobilität in der Stadt, dann doch genau so. Wir haben ein solides und eigentlich, wenn man das mal so vergleichen möchte, auch preisgünstiges Elektrofahrzeug mit einer Reichweite, mit der ich persönlich klarkommen würde. Ich würde auch klarkommen mit dem Kofferraumvolumen und ganz ehrlich, für die Stadt ist das ja, wenn Elektromobilität in der Stadt, genau so. Nun weiß ich aber auch, das ist nicht das Fahrzeug für alle. Das ist nicht die Mobilitätslösung für alle. Aber deswegen arbeitet Seat ja auch an weiteren Mobilitätslösungen, an der Hybridisierung, an der Elektrifizierung. Und in der Zukunft werden wir da noch eine ganze Menge sehen.